Hallo, Würfelsport und Age of Sigmar Freunde. Oh, schön. Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video. Heute mal was ganz was Neues. Ich und Nils. Ja. Wir nennen die Serie Mal mit Nils und Manu. Mal mit Zahlen. Und zwar soll das Video dienen nicht zum Angucken, sondern soll eher so ein bisschen so Chill-Out nebenbei. Beim Malen kann man sich das angucken. Wir quatschen ein bisschen über Age of Sigmar, ja. Über das Allgemeine, über den Laden. Und wir haben angefangen mit dem neuen Dominion of Sigmar, was morgen rauskommt. Also. Mega cooles Gelände. Und wir haben schon mal ein bisschen angefangen. Der Nils gibt hier Vollgas. Der Manu auch. Der alte Power-Maler. Und ja, wir haben angefangen mit normaler Grundierung, Sand wie das gesprayt, alles komplett. Dann kam Grau dazu, Administrarium Grau. Richtig, dann hatten wir Retributor Armor und jetzt haben wir schon angefangen mit Zotac Green und genau, ja, jetzt ist noch beim Gold dran. Ja, genau, Zotac Green kommt dann quasi in die Vertiefung rein, gibt einen schönen Effekt, denke ich mal. Glaube ich auch. Und dann fangen wir an mit Sepia und dann ist bestimmt das erste Video schon rum. Schon früher. Ja, früher. Bestimmt, ja. Schön, schön. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesengelände. Also Alter, wenn ich das Alter. Jetzt hier gerade schon so auf dem Tisch ausgebreitet sehe, ihr seht ja nur die Hälfte, dann ist das schon tischfüllend. Also ich glaube, mit einem so einem Set hat man schon auf jeden Fall echt gut was am Tisch stehen. Das stimmt. So, und hier sieh mal gerade das Gold, ich das Zotac. Ich habe noch nie so genau gemalt. Jetzt muss man nämlich genau malen. Ja, genau, du malst nie genau. Manu ist nämlich unser. Ich fusch nur mal kurz drüber, Mann. Ja, Speedpainting nenne ich das immer. Ja. Also, Manu malt doppelt so schnell wie ich und es ist trotzdem genauso schön. Ich investiere aber auch viel Zeit, ne? Tja. Ja. Also ihr denkt immer, dass es rucki zucki gemacht wird, ich investiere. Haben wir uns gestern schon unterhalten, das ist schon Wahnsinn, dass da Zeit ist. Ja, ich kenn's ja, ich mal ja auch. Also. Du malst ja auch gerne, deswegen sind wir auch heute hier. Genau, haben uns. Wir malen halt gerne. Dazu entschlossen, mal gemeinsam zu malen, das haben wir noch nie gemacht. Das stimmt. Wir haben schon mal gemeinsam Gelände gebaut, aber gemeinsam gemalt hatten wir dann noch nicht. Also malen gefällt mir noch besser wie Gelände bauen. Ja, das ist mehr Marcells Ding, Gelände bauen. Richtig. So, jetzt sag mal, jetzt sind wir aber ein bisschen unter uns. Wie fandst du das 40k-Turnier? Also ich war mega überrascht. Ohne Scheiß. Ja. Also der Robby hatte ja richtig Angst gehabt mit diesen Sichtblockern und sowas und diesen Schnickschnack. Und das war ja eigentlich, ich hatte die Bedenken auch, weil ich das von vielen anderen auch höre, dass das richtig krass ist auf Turnieren und diese Korinthenkacker nenne ich es jetzt mal so. Ja, aber das hatten wir ja gar nicht. Das war ja null. Das war richtig Bock. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, sowas zu organisieren. Ja, also ich würde es jetzt genauso gleichsetzen mit Age of Sigmar. Auf jeden Fall. Also die Leute, die da waren, kann man wirklich sagen. Also es waren halt auch zwei andere Turniere noch da, ne, am selben Tag. Wer weiß, was da los richtig. War, das sehen wir ja nicht. Aber wir hatten ja die Nummer, zu der Zeit Nummer 4. Ja, Nummer 3, glaube ich, da war ja die ganze Zeit 1 und dann war ja, glaube ich, an dem Wochenende ein Turnier und deswegen war er nicht mehr der 1, der Michael. Genau, und der ist ja mega, also ja, der war richtig cool drauf. Wenn jeder Platz 1 so ist, dann würde ich jedem Platz 1 geben. Ja, das stimmt schon, das war eine richtig coole Sache. Hier, wollen wir den auch noch machen? Nee, ne? Den äußeren Ring? Das da. Ja, den äußeren Ring, nee, mach den. Den nicht zu aufwendig machen. Okay, jawohl, Chef. Ja, sonst wären wir nie fertig. Und das stimmt. Wir müssen davon ja noch eins machen. Echt jetzt? Ey, sonst kriegen wir die 40 Tische nicht. Hast du wirklich da Bock drauf aus? Ey, wenn wir das große Turnier machen wollen und dann Gelände brauchen, dann auf jeden Fall. Ja, großes Turnier, gutes Stichpunkt. 20.07. Riesenturnier im Westuffeln. Wir haben eine neue Location für extra große Turniere. Da findet unser riesen 40-Mann-Turnier, es sind 46 Leute vorgemerkt und es haben auch schon die Hälfte bezahlt. Das ist einfach der Wahnsinn, wie die Leute unser Turnier vermissen. Ja, das ist echt geil. Und guck mal, von den 46 Leuten, die sich vorgemerkt haben, davon bin ich ja auch einer, ich habe nicht bezahlt aus dem einfachen Grund, weil ich einfach nur Springer bin. Genau. Also das würde schon echt gut weggehen, oder das geht gut weg, die Plätze. Genau. Also ich glaube, dass wir mit dem Gelände... Wir haben ja morgen so eine kleine interne Sitzung, Mini-Paradise-Sitzung, unsere erste, am Sonntag.
Und da wird das Thema Turnier, Matten und sowas auch ein Thema sein. Und das kriegen wir schon hin. Keine Sorge. Außerdem. Ich habe da keine Sorge. Ich habe. Also ich bin ja immer bei der. Bei einem Turnier war ich nicht da zum Organisieren. Richtig, da warst du. Wo warst du? Auf einem 50. Geburtstag. Das zweite oder das dritte war das, glaube ich, ne? Also. Zweite. Ich glaube, das zweite. Ja. Den 50. Geburtstag hätte ich mir auch sparen können, hätte mir das Turnier gegeben. Gut, das ist ja anders. Ja. Ist auch schon lange her, muss man ja wirklich so sagen. 2016 war das doch bestimmt, oder? Ja. 2016 oder 2017? Haben wir 2016 nicht angefangen? Echt jetzt? Haben wir erst 2016 angefangen? Gut, bevor wir da schon 5 Jahre gefühlt haben. Ja. Macht aber auch Spaß für 5 Jahre schon. Ja, das stimmt. Hat sich auch riesens entwickelt, muss man ja sagen, wie wir angefangen haben. Ich habe mir jetzt mal ein paar Videos noch angeguckt von damals. Wow. Ja, Tag und Nacht. Also ich meine, damals, wir haben ja mit, keine Ahnung, 3-4 Kameras rumprobiert. Das war so geil, ja. Bis du dann deine Kamera gekauft hast? Und die war ja eigentlich schlecht. Nein, ich habe sie ja extra gekauft. Für und das, ja. So wie Marcel immer halt ist, ja, mach mal. Und dann, wo sie gekauft war, ja. Hätten wir vielleicht auch noch was Besseres kriegen können. Ja, Herr Gott, aber es hat doch funktioniert. Also ich fand die Qualität nicht schlecht. Für den Camcorder war sie nicht schlecht. Ja. Gut, mit Robby seiner hier kann man das jetzt nicht mehr vergleichen. Also das ja, ist schon, aber die hat wahrscheinlich auch das Dreifache gekostet. Ja. Danke, Robert. Danke, Robert. ja, und, aber auch von der Location her. Ne? Immer bei Marcel im Wohnzimmer ist was anderes als das stimmt. Das hier. War so geil. Also ich kann mich noch erinnern, was wirklich eins der besten Videos war, war das die... Dieses 500 Abonnenten, diese Schlacht, wo wir da zu dritt. Mit der Burg da? Das war das, also. Nee, 500 Abonnenten waren nicht war, die Burg. War das nicht 500? Ich glaube, die Burg war 1000 und da waren wir auch zu viert, oder? Da ja, dann. Wir hatten noch keine 1000 Abonnenten. Nein. Nein, der nee. Hatten, aber dann war die Burg aber trotzdem zu viert. Weil, zu fünf waren wir. Paddy und Jens fünf. Gegen stimmt. Uns drei. Das war, also, das war der Wahnsinn. Ja, das war schon geil. Und vor allem war die Burg ja auch fast komplett selbst gebaut. Ne? Richtig, und sowas findet man auch auf YouTube nicht, muss man ja wirklich mal sagen. Ja, da hat sich Marcel auch wieder einfach ein geiles Szenario ausgedacht für, oder? Ja, und es war super spannend mal wieder. Bis zum Ende. Ja. Ja, momentan kommen ja gerade eher weniger Videos gerade, weil einfach berufsbedingt, dann krankheitsbedingt. Ja, das stimmt. Weit weg wohnbedingt. Ja, also es war wirklich ein bisschen mau, auch wegen Turnierstress dann. Jeder von uns vier hatte so ein bisschen Marcelles umgezogen. Kai hat privat ein bisschen Stress. Robert ist viel unterwegs, nicht in Kassel. Ich war lange Zeit krank, jetzt immer noch. Ja, also ich denke, meine nächste Zeit wird wieder mehr kommen. Ja. Ich bettel ja auch ständig, dass ich mir auf einen Report darf. Ja, deswegen machen wir heute. Ja, aber es ist ja kein Report. Ihr sagt ja immer, ich spiele zu schlecht. Nein, sagen sie nicht. Das gezondet. Ja, das müssen wir auch mal bald machen. Wenn es ein 2 gegen 2 ist oder sowas. Ja, also ich habe jetzt endlich mal Box Lanisch. Ich habe das schon auf vielen anderen Reports gesehen, von anderen Kanälen. Ich weiß nicht, darf ich die nennen? Ja, klar. ja, das ist hier Mini Wargaming natürlich. Ja. Die hatten es schon. Gut, die hauen auch echt viele Reports raus. Ja, das ist schon der König, das ist schon der FC ja. Bayern, muss man schon wirklich sagen. Ja, wenn man jetzt allein diese Umzugsvideos von denen gesehen hat, das ist schon, was sie jetzt da erschaffen haben. Aber gut, die leben davon, ne? Richtig, also ich glaube nicht, dass die, das ist ja ein größeres Team und die knallen ja auch jeden Tag was raus und ich glaube nicht, dass da irgendeiner von denen arbeitet. Okay, auch nicht. Wir haben jetzt auch einen neuen Raum irgendwie gestaltet, habe ich gesehen. Die haben ein komplettes Gebäude neu. Ach, ein komplettes Gebäude? Ja, die sind komplett umgezogen. Krass. Also die haben dann ein Video gemacht, wo sie wirklich die kompletten, ich glaube, die haben 5-6 Studios. Wirklich Räume, die sind so groß wie, na gut, vielleicht ein Stückchen kleiner als hier das Paradise, so vom Spielraum, weil da steht halt ein Tisch drin, plus die so 2 Schreibtische ja noch. Krass. Und das haben die wirklich ja dann echt themenspeziell gemacht für verschiedenste Armeen und mit, wenn Chaos spielt, gibt es einen Chaosraum. Und da ist jede Wand, eine Wand ist Lanish, eine Wand ist... Krass. Das ist schon extrem heftig gemacht, was die da so aufziehen. Also das ist ja auch die Königs... Also das sind ja wirklich die besten, würde ich mal sagen, weltweit. Also ja. Schade, dass die so weit weg wohnen. Ich würde echt... Also wie geil wäre das, wenn du da mal nach Kanada fliegst? Also ich sag dir, wenn das England wäre,
würde ich mir das sogar vielleicht mal helfen. Ja, aber es ist halt nicht England, es ist halt Kanada. Kanada ist zu, das ist zu weit weg, das ist zu heftig. Ja, wie sie dann die Anfang macht, ja, wo kommt ihr her? Aus Germany, ja, hallo. Ja, das wäre doch so geil. Bist so, ja, hier, wir machen auch YouTube in Deutschland und... Ja, dafür sind wir aber das dürfst du sich ja keinem verraten, ne? Und irgendwann würdest du so gucken, also wie geil wäre das? Ich würde da hinfliegen, würde mit denen spielen, würde vorher auf die Schnauze kriegen und dann würdest du das Video gucken und würdest du denken, ey, wer ist das denn? Was macht der denn da? Wie geil wäre das denn? Richtig. Ja, Mann, ich habe jetzt wieder eine Platte fertig. Bisschen Gold, am Hammer. Ja, dauert noch ein bisschen, bis alles fertig ist, glaube ich. Das stimmt. Hier, das war auch Gold, ne? Der Mond und die Sonne und die Sterne. Ja. Alles klärchen. Ja, aber wir waren eigentlich beim 40K-Turnier. Ja, sind wir zu weit abgekommen. Genau. 40K-Turnier. Wird ja auch öfters bei uns jetzt kommen. Genau, wird jetzt öfters kommen auf jeden Fall. Nächster Termin steht. Noch nicht fest? Jein. Wir haben zwar bei T3 drin, aber vielleicht wollen wir den Termin noch ändern. Das wird sich alles am Sonntag noch klären. Vielleicht bleibt er aber auch. Wenn er bleibt, ist Marcel nicht da. Muss ich den Job übernehmen mit dem Eintragen? Ja gut, wenn er Marcel die Excel macht, dann... Richtig, der lernt mich ein bisschen an. Ja, ich bin ja auch da. Also genau, ich das hast du auch schon mitgemacht. Richtig, du hast es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Also ich glaube schon, dass wir es hinkriegen. Problem ist, wenn wir es nach hinten schieben, ist Marcel nicht da das nächste Wochenende. Ich bin da nicht da. Wir sind in Berlin auf dem Turnier. Okay. Darauf dieses Turnier sind die Leute Robby und Kai und so bei den Würfelgöttern. 40K geht's auch nicht schon. Mhm. Und dann ist, glaube ich, der 28. Oder lass mich lügen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das nächste Woche fährt der Robby auch in Urlaub. Ich bin dann, glaube ich, in Urlaub. Oder ist schon der August rum? Gott, oh Gott, seid ihr auf dem Urlaub? Ach, du musst auch mal einmal im Jahr in Urlaub fahren. Haus kaufen, 1000 Miniaturen kaufen und einmal im Jahr in Urlaub. Haus kaufen, das ist schon ein bisschen her. Ja, aber das ist ja nicht mit einem Mal abbezahlt. Nee, das stimmt. Ja, ich würde auch gerne mal in Urlaub. Aber auch die heutige Zeit ist ja so, ob du jetzt Miete zahlst oder ein Haus zahlst, das kommt ja fast schon aufs selbe. Gerade bei den niedrigen Zinsen und... Wow, wie kommen wir eigentlich vom 40K-Turnier zu Immobilienpreisen? Das ist schon Wahnsinn. Ich mache alles möglich, glaub mir. Das ist schon Wahnsinn. Ja, 40K, also es hat mega Spaß gemacht auf dem Turnier, auch wenn ich selbst nicht gespielt habe. Die Leute waren echt korrekt. Das Spielsystem ist aufgrund der Miniaturen immer noch nicht meins. Nee, meins auch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde manche Regeln finde ich sogar besser wie bei AOS. Habe ich schon oft drüber nach und auch geäußert, dass ich da manche Regeln wirklich besser finde. Hm. Aber mir gefällt dies mit diesem Range. Also ich wiederhole mich da meistens immer, wenn ich allen das erzähle. Gefällt das nicht mit der Range, wenn irgendwelche Waffen über 80, 90, 100 Zoll haben, aber das Spielfeld ist nur 72. Ja. Also das heißt, du deckst alles ab. Am besten, du kannst doch über Gelände schießen. Können ja manche Sachen. Und das finde ich einfach schade. Ja, auch wenn das realistisch sein soll, aber ich finde, das ist immer noch ein Spiel. Ja, genau. Also ich bin erstens nicht so der Fan vom Fernkampf. Merkt man an meinen Armeen. Ja, das stimmt. Slanisch, Zwerge. Ja, man muss ja auch sagen, feierst du das nicht, dass jetzt hier die Overlords denken. Das sind keine Zwerge für mich. Okay, das sind keine Zwerge für dich. Ja, sorry. Auch das passt für mich wieder nicht in das Fantasy-Setting. Also in meiner Vorstellung nicht in das Fantasy-Setting. Auch wenn mich da vielleicht viele für hassen werden. Aber da bin ich festgefahren, so von Herr der Ringe her. Ja, bin ich bei dir. Aber findest du nicht, dass die gehen ja eher in dieses High-Fantasy? Ja, aber das ist nicht mein Fantasy. Okay. Nee, das soll ja jeder mögen, ne? Also ich will ja keinem sagen, dass er das nicht mögen darf. Aber die Schiffe sehen schon geil aus. Also jetzt mal Miniaturen gesehen. Ja. Ja, die Schiffe mag ich. Wobei es passt für mich einfach nicht zu fliegenden. Also Zwerge. Klar, es gab schon immer Gyrokopter. Auch das fand ich nicht so cool, weil ich einfach. Ne, ich habe die klassischen Herr der Ringe Zwerge im Kopf. Also die Disposed. Ja, aber gut, da sind ja die Gyrokopter eigentlich dabei gewesen. Für mich ist ein Zwerg jemand, der unter der Erde lebt und der Angst vor Höhen hat, der nicht über eine Mauer gucken kann, einen langen roten Bart hat, Gimli halt, ne? Aber wir sind wieder, jetzt lass doch mal einmal bei dem scheiß 40K-Turnier bleiben. Was ich eigentlich dachte, du bist, nein, das war nicht scheiße. Was du dir sagtest, du magst von den Regeln her das eine besser, das andere weniger.
Ja, und ich finde nur ganz, ganz, ganz wenige Modelle interessant. Genau, auch, das auch formaltechnisch. Das ist das, was mich abschreckt. Also, es ist mir halt, keine Ahnung, die Tyranniden würde ich spielen, aber dann gibt es Tyranniden, die haben dann irgendwie aus ihrem Körper eine Waffe draußen. Wo ich mir denke, warum? Ja, da der Markrat hier. Ja. Die, wie heißen sie? Symbionten? Nee, nicht Symbionten. Ich kann dir nicht sagen, wie sie heißen. Ich sehe es immer, wie schlecht ich bin. Ich hatte es eben noch ein paar Mal gesagt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die hatten ja alle eine Waffe in der Hand. Ja, das gefällt mir halt wiederum nicht. Ja, vielleicht fällt es mir ja noch einer in dem Video. Ja, okay. 40k lassen wir jetzt mal stehen. Neues Thema. Was sind gerade deine aktuellen Projekte? Ja, letzte Woche kam, vor zwei Wochen kam Slanish raus, ne? Ja. Zwei Wochen. Ja. Hast du einen Großeinkauf gemacht und jetzt bist du immer noch da dran? Ja, das wird auch, ich glaube, erstmal so eine Never-Ending-Story werden. Weil das sind jetzt nochmal 20 Triaden. Manche, oh Gott. 20 Dämonetten. Ja. 20 Dämonetten? Ja, jetzt habe ich schon die andere Box im Kopf gehabt mit den Triaden. Ja. Die nämlich auch noch daheim rumsteht. Die Lumkopf. Ja, genau. Genau, also 20 Dämonetten. 6 Fiends. Zweimal die Harfe. Und nochmal, ich glaube, ich habe noch 20 Sieger. Ach, die ich Liebe. Nicht bemalt also habe. Also die Fiends und die Sieg. Die Fiends dauern, glaube ich, die 6 Stück. Also da. Ja, also die Dämonetten sind recht schnell bemalt. Das glaube ich auch, dass du das zügig hinkriegst. Die Fiends dauern. Wobei ich jetzt gerade mindestens 1,5-2 Wochen schon an dem Scheiß Fane hänge und einfach zeitlich es nicht hinkriege, weiterzumachen. Fane, ist das Gelände? Genau, das ist das Gelände. Okay. Also das ist ein mega cooles Gelände, sieht echt cool aus. Mit dem Kopf, der da rausguckt. Aber ich komme gerade, bis auf heute, das erste Mal, dass ich die Woche male. Ja, und dann gleich mit mir. Und das ist eine besondere Ehre. Ach, aber es ist Freitag, das erste Mal der Woche malen, ne? Ja. Also das spiegelt nur einfach die Situation einfach wieder, wie wir gerade dann doch schon alle ein bisschen im Stress sind. Es wird halt auch Sommer, man ist öfters draußen. Ja, das Wetter müsste nur ein bisschen besser werden. Ja, es war ja schon... Also beim 40k-Turnier war das Wetter schon geil. Das war schon sommerlich. In meinen Augen. Ah, fuck, weißt du, ich wollte hier erst shaden, bevor ich Gold mache. Ach, egal. Okay. Ja, mitdenken beim Malen. Ja, wir können doch keine zwei Sachen auf einmal, das weißt du. Denken, ja. Also wir machen ja eigentlich schon drei Sachen auf einmal. Malen, denken und reden. Ja. Marcel wäre überfordert. Hallo Marcel. Hallo Marcel. Aber der guckt sich das Video eh nicht an. Weißt du warum? Kann ich dir genau sagen. Der malt doch nicht. Ja, das Video soll dazu dienen, dass man das nebenbei beim Malen ein bisschen laufen kann. Wird ein bisschen über das Hobby gequatscht. Mhm. Wir zeigen ein bisschen das neue Gelände. Über die Leute hier im Laden gequatscht. Also über die Projekte und die Leute. Ja. Grüße gehen raus an Dennis. Dennis und der zweite Slanisch-Spieler. Ja, auf jeden Fall, Mann. Dennis muss jetzt die Liga mal mitspielen, damit endlich mal hier im Laden auch mal ein bisschen mit ihm rund geht. Ich habe Dennis noch nie spielen sehen. Ich bezweifle immer noch, dass er spielt. Ja, dann wirst du dich wundern. Er wird nächste Woche im Battle Report mit unseren Gästen mitspielen. Oh, jetzt habe ich schon was gespoilert. 40k. 40k mit Robert gegen unsere Jungs, die auf dem Turnier waren, den Erwin und den Ali. Echt, die kommen schon? Ja, die kommen das mega. Nächste Woche Samstag. Also, und dann spielen die 2 gegen 2, Death Guard gegen Orks. Hey, ja, also das finde ich geil. Weil der Kumpel, der nicht mitgespielt hat, ne? Der kommt auch mit. Ja, genau. Mit dem habe ich echt eine ganze Weile geredet. Sorry, dass ich den Namen nicht mehr so präsent gerade habe. Ich weiß ihn auch nicht, ehrlich gesagt. Also. Ja, er hat es mir vorgestellt. Eigentlich müsste ich mir den Namen merken, als angehender Lehrer. Aber ich bin irgendwie nicht so gut im Namen merken. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Oh, das ist ein Schwach. Du warst trotzdem ein prima Kerl, mit dir konnte man echt gut reden. Und es freut mich, dass du dann auch bei dem Report dabei bist. Ich glaube, der ist auch dabei. Doch, die kommen zum dritten Mal. Du kannst ja als Lehrer keinen Namen mehr. Ja, er hat sich einmal vorgestellt. Nee, der hat sich eingenommen. Ja, aber von einmal vorstellen merke ich mir keinen Namen. Jetzt ist es nicht, wenn du irgendwo unterwegs bist, lernst jemanden neuen kennen oder jemanden neuen kennen und die geben dir deine Hand und... Doch, das hatte ich jetzt das erste Mal auch. Dann vergisst du den Namen direkt wieder. Da haben sich 4 gleichzeitig vorgestellt und da konnte ich das nicht mehr zuordnen. Das stimmt schon. Okay, gebe ich dir recht. Ja.
Gut, jetzt sind wir wieder vom Slanish zu Frauen und 40k. Also wir haben echt einen guten Übergang, muss ich wirklich sagen. Wir können über alles reden. Ja, was wollte ich noch sagen? Habe ich da das Blaue nicht gemacht bei denen auch? Jo, ja, gut. Hier ist Blau dran. Innen drinnen. Mhm. Ach, da habe ich das verdünnt. Genau, immer gut. Wir haben hier einen coolen Verdünner. Ja, von Vallejo. Können wir doch nicht sagen, oder dürfen wir das nicht sagen? Ich weiß nicht, aber das ist ein Airbrush-Verdünner eigentlich. Ja, dann nutze ich. Das ist ein geiles Rezept von mir. Ja, ja, klar. Ich sage ja nichts dagegen. Aber also das Zeug klebt ekelhaft an den Fingern. Ist ja vielleicht auch nicht so gut für die Haut. Ich weiß es nicht. Es steht leider nicht auf Sprachen drauf, die ich lesen kann. Also der Manu malt auf jeden Fall so. Manu doch, hier ist Deutsch. Hier steht Deutsch drauf. Okay, es gibt doch eine Sprache, die ich lesen kann. Aber da steht nichts drin, wie giftig es ist. Marcel hat das Ding ja auch daheim. Also ich kenne das ja auch. Der hat das auch auf Empfehlung von mir. Weil ich habe von jemandem, wo ich angefangen habe, als Empfehlung bekommen. Und super. Bei dem male ich nicht mehr mit Wasser. Wasser ist für mich nur zum Ausspülen da des Pinsels. Und ich male nur mit Airbrush. Es ist auch echt gut. Also die Farben sind echt schön flüssig. Es macht schon echt Spaß, damit zu malen. Ich mache es daheim noch mit Wasser, weil ich habe mir von Revell, hatte ich gesagt, einen Verdünner gekauft und das funktioniert gar nicht. Der macht die Farbe irgendwie dick, also die klumpen dann richtig. Weiß nicht, ob das einfach nicht für die Games Workshop, also das ist auf einer anderen Basis die Farben sind wahrscheinlich. Ja. Also da will ich auch Revell nicht schlecht machen, die machen einen super Pinsel auch und auch ansonsten der Kleber von Revell ist auch gut. Mache ich zu viel Werbung? Ja. kauft Games Workshop. Dann bin ich übrigens auch, wenn wir eh schon beim Malen sind. Haben wir noch Zeit? Wenn wir eh schon beim Malen sind, bin ich echt mega gespannt. Na, das machen wir dann im zweiten Teil. Da fangen wir jetzt nicht an. Das wollte ich nicht. Bin ich nicht mega gespannt. Okay. Denkst du, dass wir unser AOS-Turnier vollkriegen? Auf jeden Fall. Da sind jetzt schon so viele angemeldet und... Meinst du, da kommen noch weitere? Ich glaube, da sind noch nicht alle, die sonst immer da drinnen, ne? Nee, sind sie nämlich auch nicht. Und bisher, wir haben ja immer so geiles Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben, das ist auch das geilste Turnier, wo sie waren. Von daher, ich glaube schon, dass da noch ein paar kommen. Also keine Ahnung, vielleicht passt es von dem zeitlichen her nicht, es ist halt im Sommer. Ja, und das ist auch sowas ein bisschen, wo ich Bedenken habe. Mein hier Julian hat Angst, dass wenn er im Sommer kommt, es trotzdem schneit. Das Lustige ist, jedes Mal, wenn er nach Hause fährt, drätscht es in NRW. Ja. Ich hoffe, wir reden gerade vom selben Julian. Julian, aus Gelsenkirchen oder aus Osnabrück? Gelsenkirchen. Ja, dann reden wir vom selben. Der Nörgelspieler. Ja, genau. Ja, genau. Mit sehr schön cool umgebauten Modellen, wo ich nie weiß, welches Modell was ist. Ja, das ist ein Trick. Ja, ja. Auf einmal fährt da nämlich jemand mit einem Motorrad. Das ist der Harbinger. Ja. Das ist der Harbinger of Decay. Aber, ich fand es nicht schlimm. Es macht mega Spaß, mit ihm zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mein erstes Spiel, was nicht in Kassel war, war gegen ihn. Hat er mich herausgefordert. Das war ein super Spiel. Wir haben zweimal bis jetzt gegeneinander gespielt und immer wieder angenehm. Ja, also er hat mir dann auch danach, ich bin ja kein Turnierspieler, ich spiele auch nicht so häufig, hat mir danach auch nochmal viele Tipps gegeben, was ich tun könnte. Das war echt super. Dann war ja hier, der kleine Junge war ja auf dem Turnier, der Fan mit seinem Vater. Ja, der Sven Berg, mit seinem Sohn. Genau, und da hat der Junge die ganze Zeit gefragt, ob er uns mitwürfeln darf und wir haben ihn auch mitwürfeln lassen. Ja, der hat bei mir auch ein, zwei Mal gewürfelt. Das war ganz cool. Ja, dann hat der Junge auch, das war lustig, weil dann standen meine Jungs gegen Julians Jungs und dann durfte er erst angreifen mit Julians Jungs und durfte dann mit meinen verteidigen. Also er hat quasi dieses komplett durchgespielt. Ja, das ist geil. Ja, also es war super für Julian. Er hat echt gut für Julian gewürfelt. Und für dich nicht? Nee, leider hat er die guten Würfel nur bei Julian rausgehauen. Aber so ist das Leben. Das stimmt. Ja, also auch das AOS-Turnier war spitzig. Ich habe leider noch kein anderes AOS-Turnier gesehen. Ich habe aber ja gesagt, sobald Slanish rauskommt, komme ich mit. Muss ich mich jetzt auch dran halten? Ja, echt jetzt? Das muss ich gerade mal realisieren.
Marius saß da vorne auf dem Platz und hat gesagt, Nils, wann kommst du eigentlich mal mit auf ein Turnier? Ich habe gesagt, wenn das Lernespruch draußen ist. Ja, bei 1 bist du ja eh schon angemeldet, in Osnabrück beim Teamturnier. Genau, aber da weiß ich ja nicht, ob ich mit Lernes spiele. Nee. Aber da spiele ich mit Robert und das ist ähnlich wie mit Lernes spielen. Finden ja. So, ich glaube, die erste Überschreitung ist fertig und wir haben jetzt eine halbe Stunde voll. Wir machen jetzt erstmal einen Cut für den ersten Teil und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis bald.